An alle, die das hier finden. Mein Name ist Jake Roberts, aber im Gefängnis nannten sie mich alle Snake. Ich habe in meinem Leben einige falsche Entscheidungen getroffen und so bin ich im Knast gelandet. Im Knast waren wir völlig isoliert von der Welt da draußen. Und als die ganzen Ereignisse hier aus dem Ruder liefen, bekamen wir davon erst gar nichts mit. Irgendwann merkten wir, dass die Wärter alle nervöser wurden. Und man hörte auch Gerüchte von draußen, dass eine Krankheit ausgebrochen sei. Eines Tages kam der Waffenlärm immer näher. Man hörte Explosionen draußen und die Wärter gerieten in Panik. Ein Großteil der Wärter haute einfach ab. Das war der Moment, als im Gefängnis die Insassen die Kontrolle an sich rissen. Im Trubel dieses Aufstandes nutzte ich meine Gelegenheit und haute ab, so schnell ich nur konnte. Seitdem laufe ich und laufe ich und laufe ich. Mein Name ist Snake und ich bin auf der Flucht. Keine Ahnung, wie lange ich jetzt schon gelaufen bin. Was habe ich da überhaupt mitgepackt? Bisschen Wasser. Dose. Oh, Chili auch noch. Verbrannte Fackel. Das ist alles, was ich noch greifen konnte. Ich muss irgendwie von der Straße vielleicht mal runter. Und ich muss einen Unterschlupf finden. Was zur Hölle ist hier überhaupt los? Was? So Scheiße. Das klang wie ein Bär. Ich schnapp mir mal lieber irgendwie einen Stein oder so. Vielleicht noch einen. Und noch einen. Was haben wir hier oben? Da ist wirklich ein Bär. Und da hinten ist ein... Da sind Häuser. Ich muss mir irgendwie Klamotten besorgen oder sonst da was. Vielleicht kann ich hier irgendwie... Warte mal, wenn ich hier... Ich brauche irgendwas, um das festzumachen. Ich kann hier aus dem Gras ein bisschen... Ja, das könnte gehen. Wenn ich mir das... Ich muss einen Unterschlupf finden. Vielleicht finde ich da ja irgendwas bei diesen Häusern. Eine Taschenlampe. Und Schmerztabletten, wer auch immer sowas hier reintut. Ja, guter Bär. Feiner Bär, lieber Bär. Lass mich bloß in Ruhe. Ist da irgendjemand? Kann ich mir hier irgendwie noch ein bisschen provisorisches Werkzeug draus bauen oder so. Warte mal, da hinten ist jemand. Hallo? Verdammt, die werden mich für irre halten, wenn die mich hier so nackt finden. Entschuldigen Sie. Kann mir einer sagen, was hier... Oh mein Gott. Was ist denn mit der los? Lassen Sie mich in Ruhe.
Hören Sie, ich will nichts, ich will Ihnen nichts tun. Ich will nur wissen, was hier los ist. Oh Gott. Oh mein Gott, was ist denn mit denen los? Oh, lass mich in Ruhe. Oh nein, noch mehr. Was ist das denn? Ist irgendwas drin? Wasser. Ach du nein! Was willst du von mir? Geh weg! Na, lass mich! Oh Gott! Ich glaube, ich habe ihn umgebracht. Verdammt, das sind so viele. Lass mich in Ruhe. Nichts wie weg hier. Oh, noch einer. Was zur Hölle ist hier eigentlich passiert? Wie kann ich mir hieraus irgendwie was basteln? Kann mir irgendeiner erzählen, was hier passiert ist? Gott! Verdammt nochmal ein Bär! Hilfe! 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 Ist die ganze Welt wahnsinnig geworden? Doch im Gefängnis sicherer als hier. Hey, du. Komm nicht näher. Oh. Ey, die versuchen mich zu zerreißen. Vielleicht eine Waffe? Nee. Oh Gott, schon wieder so viele von denen. Nein, oh. Oh, nicht zu weg hier. Ja, vielleicht kann ich mir irgendwie so einen alten Bogen basteln, wie damals bei den Pfadfindern. Ja, das könnte es tun. Dann brauche ich noch ein paar Pfeile. Nichts wie weg hier. Sind doch alle irre. Okay, irgendwas Großes muss wirklich passiert sein. Anders kann ich mir dieses ganze Verrückte nicht mehr erklären. Noch ein Bär, ich werd wahnsinnig. Ja, die Pfeile sind fertig. Der Bär ist hinter mir her. Schon Mittag. Also, dass ich aus dem Gefängnis ausgebrochen bin, scheint die alle nicht besonders zu kümmern. Das muss irgendeine Krankheit sein oder so, ich verstehe es nicht. Ich muss einen Unterschlupf finden.
Oh, es ist kalt hier. Geh weg. Ich warne dich. Bleib mir vom Leib. Den Kopf zu treffen scheint zu helfen. Ich habe doch im Leben nie jemanden umgelegt. Oh. Verdammt, ist das kalt. Oh nein, nicht schon wieder eine. Das kann alles nicht wahr sein. Ich muss mir hier irgendwie ein paar Klamotten zusammen basteln oder so. Vielleicht erstmal ein paar Schuhe oder so. Besser als nichts, aber ich muss wieder nach da unten und vielleicht in den Häusern nach Klamotten suchen oder so. Nicht schon wieder so einer. Na, was ist denn hier überhaupt los? Die ganze Welt ist verrückt geworden. Shit, 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 shit. So. Warte mal, ich hab doch sowas früher auch gemacht. Vielleicht kann ich mir eine Hose zusammenbasteln aus dem Graszeug hier. Ah, das könnte gehen. Mittag und ich möchte nicht in der Nacht alleine mit den Viechern sein. Geschweige denn von den ganzen wilden Tieren. Sieht nach schlechtem Wetter aus. Bin ich denn jetzt hier überhaupt lang gelaufen? Ich laufe immer weiter weg von dieser Stelle, von den Häusern. Ich versuche mal den Rückweg zu finden. Ich brauche noch ein paar Federn. Aber besser als keine. Was haben wir hier? Nehmen wir erstmal alles mit, was ich finde, wer weiß. Was ist noch alles passiert hier? Aus den Baumwolldingern kann ich ja versuchen, mir noch ein bisschen was zum Anziehen zu basteln. Hey, das Nöte. Und ist wieder alles voll von diesen seltsamen Kerlen. Ich brauche eine vernünftige Waffe. So, was kann ich denn jetzt noch machen?
Vielleicht irgendwie einen vernünftigen Knüppel. Eine Mütze, warum nicht? Sieht aus wie so ein Barbar. Okay, wo war die Hütte da? Vielleicht lebt da ja noch einer. Oh Mann, es sind ganz schön viele. So, das war's. Keine Pfeile mehr. Bleib weg von mir, ihr Monster. Hallo, ist da jemand drin? Oh, shit. Verzieh dich! Oh, Junge. Ich komme von allen Seiten. Noch einer da am Boden, sag mal. Keiner von denen irgendeine Waffe dabei? Ich glaube, das war's. Scheint ruhig zu sein hier. Mist. Ist hier irgendjemand? Ein Schmiedeofen. Hallo? Oh, gut, was zu essen. Oh, ein Bier. Oh Mann. Yeah.
Wie großartig ist das denn? Wer? So, warte mal. Erstmal das Hemd überziehen. Schon besser. Was ist das hier? Okay. So kaputt wie die Hütte ist, würde mich kein Stück beschützen diese Nacht. Oh Mann. Entschuldigen Sie, war das Ihre Hütte hier? Verzieh dich! Ich bin verletzt. Das hier irgendwie zunageln. Es fängt an zu schneien. Ja, ich brauche irgendwie Holz. Sonst irgendwas? Ich sammle mir noch ein bisschen was von der Baumwolle ein. Hier sind noch mehr Häuser. Ordentlich Federn. Wenn hier alles voll von solchen Irren ist, dann bleibe ich die Nacht lieber. Versuche mich in dieser Hütte da zu verschanzen. Oh Gott. Dann guck mich später in der Gegend um. Wie werde ich meine erste Nacht in scheinbarer Freiheit schon überstehen? Wir werden sehen.